heute koche ich ein leckeres Schirke-Paprikash für euch. Es wird richtig wundervoll, es wird richtig lecker. Und dazu, ihr Lieben, braucht ihr ganz einfach folgende Sachen. So, dazu nehmen wir uns jetzt als erstes hier mal schön das Hühnchen hier zur Hand. Ein schönes Maishähnchen habe ich hier. Eine schöne gelbe Farbe wird natürlich durch das Zufüttern von Mais. Als erstes hier in unserem Topf gibt es hier schönes, feines Mangalitsagir. Das habe ich euch auch beim letzten Video schon gesagt, dass das essentiell ist in der ungarischen Küche. Und zwar lassen wir das mal hier im Topf schon mal aus. Und dazu brauchen wir eine wunderbare große Zwiebel. So, die Zwiebel einfach erstmal hier geschält. Okay. Und die schneidet ihr in schöne, feine, kleine Würfelchen, ja? So. Okay, wenn das Mangalitsagir, also das Mangalitsa-Fett schön zerlaufen ist, kann das schon mal hier direkt zum Fett dazu. Und die schwitzen wir jetzt einfach nur schön farblos an. Ne? Gut, in der Zwischenzeit widmen wir uns hier unserem Maishühnchen. So, und dann tun wir hier die Keulen auslösen. Beiden Seiten. Die Flügel. So, dann haben wir hier zwei Brüste. Das darf gerne am Knochen bleiben. Ja? Also hier schön halbieren erstmal. Und warum am Knochen? Weil der Knochen natürlich hier für uns auch noch eine Rolle spielt und der bringt nämlich natürlich richtig schönen Geschmack. Ja, lass gleich das bisschen Haut noch mit rauslaufen hier. So, lass das Rückenteil auch noch mit durch. Und die Brust auch noch mal. Halten können. Schön mit Knochen, ne? Wichtig. So, wenn die Zwiebeln schön glasig angeschwitzt sind,
Dann kommt Paprika ins Spiel. Und zwar nehmt ihr hiervon, ich sage jetzt mal einen Esslöffel, ja. Einen schön gehäuften Esslöffel. Den da rein. Nehmt es vom Herd runter. Damit der Paprika nicht verbrennt. Wenn er verbrennt, entwickelt er Bitterstoffe und dann ist alles für die Katze. Dann könnt ihr von neuem beginnen. Also immer schön von der Flamme runternehmen und den Paprika hier schön verrühren. Wenn ihr den Paprika dann drin habt, dann kommen hier schon unsere Hühnerteile dazu. So, alles da rein. Könnt ihr es auch wieder auf den Herd schieben. So, jetzt gebt ihr wieder ein bisschen Dampf. Schwitzt es schön an. Schaut euch diese herrliche Farbe an. Ein Traum. So, wieder ein Stück runternehmen. Denkt dran, verbrennen darf es nicht. Schnappt euch das Salz. Also hier schönes Bergkernsalz und salz das Hühnchen schön ein. Temperatur ein bisschen runter und jetzt erstmal einen Deckel drauf, weil das Ziel ist ganz einfach, das Paprika richtig schön in seinem eigenen Saft zu schmoren. Ja? Das heißt, wir brauchen hierzu noch schon mal vorbereitet auf jeden Fall zwei Paprikaschoten und eine Tomate noch mit dazu. Bei der Größe können es ruhig zwei Tomaten sein. Die werden wir erstmal flugs waschen. So, wichtig ist natürlich, dass ihr das Brettel, wo das Geflügel drauf geschnitten worden ist, richtig schön reinigt und sauber macht. Ne? Das ist A und O. Und jetzt schaut mal hier in unser Töpfchen rein, wie sich so langsam der Saft bildet. Geht mit der Temperatur ein bisschen runter, dass es wirklich nicht anbrennt. Und ich sage euch, der Duft alleine schon. Ein Traum, sensationell. So wie ich ihn kenne, so wie ich ihn erlebt habe. Und er versetzt mich natürlich wieder gleich in meine Kindheit zurück. Also Deckel drauf und köcheln lassen. Na? In der Zwischenzeit, ihr Lieben, setzt euch schon mal einen Topf auf mit Wasser für unsere Nocken. Gleich einen Deckel mit drauf. So, jetzt schnappt ihr euch die Paprikaschoten. Erstmal halbieren und dann das Kerngehäuse raus. Damit. Also jetzt hier zum Zeit der Aufnahme, wir haben Winter, deswegen halt nicht die gewöhnlichen ungarischen Spritzpaprika, weil da hat es noch keine Saison. Deswegen greife ich jetzt hier auf die rote Variante zurück.
Wenn natürlich Paprikasaison ist, dann verwendet unbedingt den ungarischen Spitzpaprika, weil der ist noch viel aromatischer, viel intensiver. So, die Tomate auch halbieren, Strunk rausschneiden. So, hier dasselbe Spiel. Damit. Die Tomaten einfach nur jetzt hier in grobe Würfel schneiden. Und der Saft der Tomate sowie des Paprikas gibt im Prinzip unserem Paprikasch nochmal diese Saftigkeit, nochmal diese Flüssigkeit, um es wirklich im eigenen Saft zu garen. So, die Paprika auch nur hier erstmal in Streifen schneiden, dann grob gewürfelt. Streifen und dann grob runterschneiden. So, dadurch, dass sie ein bisschen größer sind, nehmen wir jetzt nur anderthalb. Die andere nehme ich dann für unsere Deko, wenn das Gericht halt fertig ist. Könnt ihr jetzt im Prinzip schon Paprika und Tomate zugeben. Rein damit. So, wichtig ist natürlich, dass ihr das Brettel, wo das Geflügel drauf geschnitten worden ist, richtig schön reinigt und sauber macht. Ne? Das ist A und O. Und jetzt schaut mal hier in unser Töpfchen rein, wie sich so langsam der Saft bildet. Geht mit der Temperatur ein bisschen runter, dass es wirklich nicht anbrennt. Ich sage euch, der Duft alleine schon ein Traum, sensationell, so wie ich ihn kenne, so wie ich ihn erlebt habe, und er versetzt mich natürlich wieder gleich in meine Kindheit zurück. Also Deckel drauf und köcheln lassen. Na? In der Zwischenzeit, ihr Lieben, setzt euch schon mal einen Topf auf mit Wasser für unsere Nocker. Deckel mit drauf. So, jetzt schnappt ihr euch die Paprikaschoten. Erstmal halbieren und dann das Kerngehäuse raus. Damit. Also jetzt hier zum Zeit der Aufnahme, wir haben Winter, deswegen halt nicht die gewöhnlichen ungarischen Spritzpaprika, weil da hat es noch keine Saison. Deswegen greife ich jetzt hier auf die rote Variante zurück. Wenn natürlich Paprikasaison ist, dann verwendet unbedingt den ungarischen Spitzpaprika, weil der ist noch viel aromatischer, viel intensiver. So, die Tomate auch halbieren, Strunk rausschneiden. So, hier dasselbe Spiel.
und raus damit. Die Tomaten einfach nur jetzt hier in grobe Würfel schneiden. Und der Saft der Tomate sowie des Paprikas gibt im Prinzip unserem Paprikasch nochmal diese Saftigkeit, nochmal diese Flüssigkeit, um es wirklich im eigenen Saft zu garen. So, die Paprika auch nur hier erstmal in Streifen schneiden, dann grob gewürfelt. Streifen und dann grob runterschneiden. So, dadurch, dass sie ein bisschen größer sind, nehmen wir jetzt nur anderthalb. Die andere nehme ich dann für unsere Deko, wenn das Gericht halt fertig ist. So. Könnt ihr jetzt im Prinzip schon Paprika und Tomate zugeben. Rein damit. Und nochmal umrühren. So, alles vom Rand ein bisschen runter, mit in den Topf rein und wieder Deckel zu. Okay. Dann widmen wir uns dem lockeren Teig. Hier brauchen wir einfach jetzt eine Schüssel dazu. Nehmen uns das Mehl daher. Ich gebe immer gerne noch für die Geschmeidigkeit einen Tropfen Öl mit rein. Das ist jetzt hier ein Sonnenblumenöl. Prise Salz. So, erstmal verrühren. Etwas Wasser zugeben. So, und jetzt müssen schöner zähflüssiger, geschmeidiger Teig werden. Im Deutschen gibt es den im Schwäbischen Spätzleteig und der kommt dem natürlich sehr, sehr nah. Also schön schlagen, damit auch schön Luft unter den Teig drumherum kommt. Das wäre sensationell. So, den stellt er beiseite und lasst ihn einfach erstmal etwas ziehen. Zwischendurch wieder mal hier
unserem Paprika rühren, umrühren. Macht das vorsichtig, damit das Hühnchenfleisch auch noch kompakt bleibt. Unser Wasser für die Nockern kocht. Da geben wir schon mal schön Salz ins Wasser. So, hier wunderbares Bergkernsalz rein ins Nockernwasser. Perfekto. Läuft. In der Zwischenzeit, trotz alledem, machen wir noch flugs unseren Gurkensalat fertig. Dafür brauchen wir hier fein die Reibe, den Hobel. Vom Hobel. Okay, wunderbar. Jetzt werden wir die Gurke etwas salzen. Ein bisschen Pfeffer zu. Essig. Etwas Öl. So. Noch eine Prise Zucker. Und dann stellen wir uns den Gurkensalat hier einfach erstmal beiseite zum Ziehen. Genau. Schauen wir mal, was unser Chirke-Paprika macht. Sieht sensationell aus. Schaut mal, was es hier für ein schöner Form gebildet hat. Ein Traum. Ja, der Paprika und die Tomate zerkocht jetzt halt schön und gibt hier wunderbaren Geschmack ab. Falls jetzt wirklich mal zu wenig Fond drin sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, könnt ihr ruhig gerne einen Schluck Wasser mit zugeben, das ist überhaupt kein Problem. Allerdings nicht zu viel, das ist wichtig. Das werden wir hier gleich mal kosten. Oh, geil. Entschuldigung den Ausdruck, aber ist einfach so. So. Also wie gesagt, beim Paprikage ist es wichtig halt dort auf andere Gewürze großartig zu verzichten. Das heißt, dort spielt wirklich die Dreifaltigkeit ganz einfach eine große Rolle. Fett, Paprika, also Gewürzpaprika und Zwiebel. Das sind die Hauptkomponenten, die ihr für euren Pürkel- und Paprikaschansatz immer braucht. Der ist essentiell. Also hier wieder Deckel drauf. Und in der Zwischenzeit machen wir uns jetzt einfach mal die Nockern fertig. Dafür habe ich hier ein Spätzlesieb. Spätzlesieb, das werden wir mal ganz kurz hier noch kalt abspülen.
bevor es zum Einsatz kommt. Nochmal flex hier unseren Teig angeschmart, das sieht gut aus. So, sensationell. Und den geben wir jetzt hier auf unser Blech. Auf mit hier. Und dann wird das hier mit dem Spachtel da halt drüber geschabt, ne? Knockern. Auch das Sieb drauf und dann Spachtel mit dem Spachtel hier schön drüber ziehen. Traumhaft. So, sensationell. Bis alles drin ist, geht da hinten noch mal lang. Lasst ihr die nochmal aufkochen. So, ihr Lieben, die Nockern kochen jetzt. Und jetzt gießen wir die hier durch Sieb ab. Etwas Mangalitzerfett rein. So, und schon sind diese auch fertig. Deckel drauf. Und dann gucken wir mal hier, was unser Schirke-Paprikage macht. Dafür nehmen wir jetzt einfach mal hier das Geflügel an sich raus. Ja, weil das ist gar. So, jetzt habt ihr den Paprikafond hier. Den lasst ihr jetzt nochmal schön aufkommen. Dann nehmt ihr euch von der sauren Sahne. Dann jetzt mal hier. Dann habe ich ein bisschen Wasser mit dazu. So. Dann kommt hier roundabout ein Esslöffel Mehl dazu. So, die Geschichte tut er mal glatt rühren. Ja, richtig schön glatt rühren die Nummer. So, jetzt kommt die ganze Geschichte hier zu unserem Paprikafond. Schön einrühren. Ja, wir binden jetzt im Endeffekt hier unseren Paprikasud schön mit der sauren Sahne und mit dem Mehl ab.
mitnehmen. Schön verrühren. Und jetzt muss es durch die Zugabe von dem Mehl natürlich nochmal kochen. So zwischen 4-5 Minuten. Lass das nochmal durchköcheln. So, jetzt merkt ihr auch, dass es schön anzieht. Dicker wird. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Und dann natürlich nochmal abschmecken, das ist wichtig, ne? Hier zwischendurch schon mal. Oh ja, Fino. Gut, der ist nämlich aus. Also ich ist so schmackhaft. Das ist der Wahnsinn. Einfach nur lecker. So, jetzt gibt das Hähnchen wieder hier dazu. So, rein damit. Und jetzt lasst ihr die ganze Geschichte nochmal 1-2 Minuten aufkochen mit den Hähnchenteilen drinne und fertig. Okay. In der Zwischenzeit werde ich jetzt anrichten. Und zwar als erstes den Gurkensalat. Dazu ganz profan, ganz einfach hier die Gurke rein. Ein bisschen von dem Gurkensaft dazu, dann kommt hier ein kleiner Löffel vom Sauerrahm oben drauf. Und dann wird in Ungarn noch ein bisschen Paprikapulver oben drüber gegeben. Dann ist der Gurkensalat schon mal fertig. Ja, bleibt da stehen. So, jetzt nehmen wir uns einen Teller daher. Schön vorgewärmten Teller, wie gehabt, das kennt ihr schon. Hier schön die Nockern drauf. So. Und dann hier von unserem Hähnchen. Schön ein bisschen von der Soße noch mit drüber. Ein Traum, sag ich euch. Wir haben jetzt gesagt, geben wir noch etwas von unserer Paprika dazu. Dann, wo ist er? Hier oben. Ein bisschen Petersilie und hier habe ich noch Rosenkohlzweigchen. Den noch mit dazu. Und voilà, meine Lieben. Hier Paprika Schirke Rizzo Modra. Also nach Rizzo-Art, so wie ich es in meiner Kindheit genießen durfte. Dazu noch ein sensationeller ungarischer Gurkensalat. Also ihr Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr ganz einfach mal hier
den Kanal abonniert. Da kommen noch mehr ungarische Kindheitserinnerungen in Form von Gerichten auf euch zu. Abonniert meinen Kanal und ihr dürft gern kommentieren, wenn ihr Fragen habt. Kontaktiert mich, schreibt mir. Ich gebe euch gern Antwort, ich gebe euch gern Hilfestellung. Und in diesem Sinne, habt einen geilen Tag, macht's gut, viel Spaß beim Zuschauen, beim Nachkochen und danke, dass ihr bis hierher geschaut habt. Ciao, macht's gut, euer Rizzo. Und jetzt heißt es, Joet weidert. Guten Appetit. Ciao.